Ich wollte ein paar Sätze tatsächlich, jetzt ist jetzt kein kompletter Talk oder so, sondern so ein paar Sätze zu Assange, zum Urteil, das die meisten ja mitbekommen haben werden. Gestern gab es ich kriege hier verschiedene Regieanweisungen, hallo, ein paar Sätze verlieren. Das kommt vor allen Dingen daher, dass wir eigentlich einen anderen Talk hatten, der ist kurzfristig ausgefallen, als dann das Urteil kam. War relativ schnell klar, wir wollen ein paar Sätze dazu sagen, vielleicht auch mal anstoßen, weil das ja zunächst erstmal wie ein wichtiger juristischer, zuerst mal Teilerfolg wirkte. Wie ein wichtiger juristischer Teilerfolg erstmal wirkte. Anstoßen ist uns dann doch nicht so sehr, nachdem wir auch das Urteil gelesen haben, beziehungsweise kurz überflogen, das ist relativ lang, über 100 Seiten. Das war ja relativ schnell klar, auch in der Medienberichterstattung, so ein Riesenerfolg war das nicht. Die wichtigen zentralen politischen Fragen, die damit zusammenhingen, wurden eher enttäuschend vom Gericht, von diesem Amtsgericht ist es beantwortet. Das war vor allem erstmal zynisch, als wir irgendwie das mitbekommen haben. Also dass jetzt irgendwie er nicht ausgeliefert wird, weil wegen seines Gesundheitszustandes, der ja auch primär oder vor allen Dingen auch dadurch geschaffen wurde, durch die krassen Haftbedingungen des letzten Jahres oder der letzten Zeit, erstmal irgendwie seine Gesundheit zu zerstören, um das dann als Grund zu nehmen, quasi in der Sache, über die dann entschieden wurde, ist schon ganz schön krass, ganz schön zynisch, ist aber trotzdem ist dieses Urteil natürlich insofern erstmal ein Erfolg. Es ist irgendwie gut, dass er rauskommt. Es ist auch politisch wichtig, insofern, als das irgendwie es gezeigt hat, dass doch irgendwie so ein massiver zivilgesellschaftlicher Druck, Zivilgesellschaft, auch medial und vor allen Dingen auch der UN-Sonderberichterstatter zu Folter hat da sicherlich auch seinen Anteil beigehabt, dass ein massiver Druck eben auf das Gericht ausgeübt wurde, damit die zu so einer Lösung kommen, die irgendwie noch ein bisschen gesichtswahrend ist, nachdem sie ja in der letzten Zeit immer sehr deutlich gemacht haben, dass sie irgendwie Haftbedingungen eigentlich ansonsten nicht so wahnsinnig wichtig finden. Das ist der zweite Punkt, Haftbedingungen in den USA, dass die nochmal irgendwie in den Fokus der Weltöffentlichkeit rücken, ist natürlich auch ein politischer Erfolg. Insofern der Kampagne ist es ein wichtiges politisches Thema, ist ein wichtiges Thema, aber eigentlich nicht das Zentrale im Fall Assange. Und das Zentrale ist auch nicht seine Person, die ja durchaus umstritten ist, sondern das Zentrale ist eben die Frage nach seinem Wirken als Journalist, als klassischer Herausgeber im Grunde. Da hat sich das, und insofern ist das Urteil extrem unbefriedigend. Da gibt es jetzt auch schon einiges an Berichterstattung. Könnt ihr auch noch nachlesen. Das ist auf Netzpolitik.org ist was erschienen. LTO, Guardian haben ein paar ganz gute Analysen. Ich würde sagen, es sind drei zentrale Aspekte, die da erstmal sehr, sehr enttäuschend sind. Das eine ist, dass, also auf so einer rein juristischen Ebene, juristisch ist der Fall wahnsinnig komplex. Dazu hat, ich glaube, Kalek mal gesagt, dass man da diverse Seminare mit füllen könnte, juristische Seminare mit füllen könnte. Relativ krass ist, dass das Gericht erstmal gesagt hat, ja, also es gibt im Auslieferungsrecht immer das Prinzip der Wechselseitigkeit, also dass quasi der Ausliefernde, also dass die Sache, die vorgeworfen wird oder die Handlung, die vorgeworfen wird, auch im ausliefernden Staat strafbar sein muss. Das hat in diesem Fall hat das britische Gericht gesagt, ja, das wäre auch in Großbritannien strafbar. Das ist natürlich insofern krass, als dass ein weiterer westlicher Staat irgendwie sagt, dass das Veröffentlichen von geleakten Dokumenten eine Straftat darstellen kann und als solches verfolgt gehört. Das war zum Beispiel im Fall Putsch de Mort, ist ein ganz anderer Fall, aber da war eben genau das die Problematik und da wurde gesagt, so nee, dessen Verhalten ist eigentlich nicht strafbar. Nach deutschem Recht war das der Fall. Hier hat das britische Gericht, ich finde, relativ nonchalant irgendwie gesagt, ja, das wäre hier auch strafbar. Das ist auf so einer juristischen Ebene ziemlich problematisch. Da wird man sehen, was irgendwie die weiteren Instanzen dazu sagen. Ganz zentral ist natürlich auch, dass das Spionagegesetz in den USA damit auch quasi anerkannt wird, auch von Großbritannien, dass eben nicht gesagt wird, das wäre nämlich auch so ein juristisches Argument gewesen, nee, nach diesem Spionagegesetz darf man nach rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht ausliefern. Da gibt es kein faires Verfahren, in dem Verfahren nach dem Spionagegesetz
darf nicht mal thematisiert werden, was da eigentlich genau passiert ist, warum jemand sowas gemacht hat, warum jemand Dinge veröffentlicht hat. Das alles darf vor Gericht nicht erörtert werden. Das sind natürlich zentrale juristische, also zentrale Fragen für so ein Gerichtsurteil und sind zentrale rechtsstaatliche Garantien. Die sind nicht gewahrt, das ist allen Beteiligten klar. Trotzdem sieht Großbritannien oder das Amtsgericht da in Großbritannien es als nicht problematisch, darüber hinwegzugehen und trotzdem auszuliefern. Als dritten Punkt, genau, der dritte und eigentlich der zentralste Punkt und der uns noch eine Weile verfolgen wird. Und das wird, selbst wenn das jetzt in dem Fall vielleicht auch genau bei der Urteil, bei dieser Art von Urteil bleibt, es wird der nächste Fall kommen. Die jetzt zentrale Frage ist ja, ist so ein Verhalten, ist so eine Handlung, die klassischstes Herausgeberschaft ist. Ne? Also ich habe Dokumente und also investigativer Journalismus, ich habe Dokumente, ich veröffentliche die. Oder ich beschaffe mir auch Dokumente als Journalist und veröffentliche die. Ist das Spionage, ist das ein strafbares Verhalten? Und ist das gerechtfertigt? Dazu gibt es in den USA bislang noch keine Urteile, da nach dem Spionagegesetz bislang keine Journalisten angeklagt wurden. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Tarnprobleme. Deswegen rede ich so komisch. Da gab es bislang noch keine Urteile zu. Das ist wahrscheinlich aus guten Gründen, hat sich bislang die US-Regierung immer sehr zurückgehalten, Journalisten direkt anzuklagen. Jetzt versuchen sie es so ein bisschen mit dem Trick, ja, das ist ja eigentlich nicht wirklich Journalismus, das ist ja nur irgendwie, der macht ja nur so irgendwas mit Internet und so. Das verkennt erstmal, dass er natürlich auch irgendwie oder das WikiLeaks insgesamt, immer mit Zeitungen, mit ganz klassischen Zeitungen, Spiegel, New York Times, glaube ich. Ich glaube auch, nee, der Post glaube ich nicht, aber mit diversen Medien, klassischen Medien zusammengearbeitet haben. Es ist aber vor allen Dingen, erinnert uns das hier in Deutschland auch sehr stark an diese Netzpolitik-Sache vor ein paar Jahren, wo auch immer gesagt wurde, ja, das sind ja eigentlich nur irgendwie so Blogger und so, also im Landesverratsprozess. Das ist natürlich Mumpitz. Natürlich ist, wenn ich irgendwie Dokumente veröffentliche, beziehungsweise auch journalistisch bearbeite, aussiebe und dann veröffentliche, ist es klassisches journalistisches Handwerk. Dass das jetzt nach dem Spionagegesetz verfolgt werden soll, dass das von anderen westlichen Ländern, in dem Fall Großbritannien, nicht als problematisch erachtet wird. Die britische Regierung hat ja auch schon irgendwie durchaus die angezeigt, dass sie ausliefern wollen. Das wird uns weiterhin verfolgen. Das wird auch im Fall, dass selbst wenn dieses Verfahren jetzt irgendwie nicht so weitergehen wird, es wird der nächste Fall kommen. Das ist eine Brandmauer, die da gerade irgendwie eingerissen wurde oder eingerissen wird, dass Journalisten verfolgt werden. Und da sollten wir weiterhin irgendwie dranbleiben und gucken, dass das nicht sein kann. Genau. Dazu, das war nur eine ganz, ganz kurze Einschätzung. Es wird sicherlich noch mehr dazu geben. Es gibt ganz viele schlaue Texte, die demnächst dazu erscheinen werden, von vielen schlauen Leuten. Kurze Einschätzung und jetzt zu Jan. Vielen Dank, Tom, für deine zwei, drei Sätze. Die waren auf jeden Fall informativ. Ich gucke nochmal, ob es Fragen gibt auf Twitter, aber die gab es nicht. Ja, dann danke für die Zeit.